Müll, Schrott und Abfall im Auge behalten. Um drohende Kollisionen vorherzusagen, wird registriert, katalogisiert und analysiert. Der Verkehr wirft zunehmend Probleme auf. Bei jedem bemannten Raumflug starten wir ein eigenes Programm, das permanent über die Entfernung zu anderen Objekten Auskunft gibt. Und diese Daten geben wir weiter. Wird dieses Problem größer werden? Mit der Nutzung des Weltraums ganz bestimmt, denn diese Nutzung nimmt ständig zu. Nun hat die ESA gerade eine umfangreiche Studie abgeschlossen über das Problem Weltraummüll. Was war das Motiv dafür? Hat man sich bei der ESA gesagt, wir wollen eigene Daten haben, wir wollen nicht immer auf die Daten der Amerikaner angewiesen sein? Ist das ein erstes Zeichen, dass in Europa so etwas wie eigenes Weltraumbewusstsein erwacht? Ja gut, wir haben schon seit längere Zeit, zum Beispiel hier bei ESOC, beim Europäischen Kontrollzentrum der ESA, mit diesem Problem beschäftigt. Und die Amerikaner, die beschäftigen sich auch seit längerer Zeit damit. Es werden Berechnungen angestellt, Analysen durchgeführt. Und da zeigt sich eben, wenn der gegenwärtige Trend anhält, dass man doch zum Beispiel ein Problem bekommt mit Kollisionen im niedrigen Erdorbit, aber auch zum Beispiel in der geostationären Bahn. 36.000 Kilometer hoch, dort wo Objekte ebenso schnell kreisen, wie sich die Erde dreht und deshalb über ihr stillzustehen scheinen. Wird sich an der Einstellung gegenüber dem Weltraum etwas ändern? In den letzten Tagen, so Max White vom Greenwich Observatorium, ging ein sowjetischer Satellit am Ende seiner 400-tägigen Mission nicht in Stücke, sondern schoss sich auf eine höhere Umlaufbahn. Ob das eine neue Verhaltensweise im Weltraum ist, bleibt abzuwarten. Noch einmal die Frage, wie lautet die Erklärung für das Verhalten der raumfahrtbetreibenden Nationen? Warum stolperten sie so blindlings in dieses neue Problem? Sie waren sich nicht bewusst, dass ausgediente Raketenstufen wegen des noch verbliebenen Treibstoffs explodieren. Das haben sie jetzt begriffen. Und dann gab es diese Antisatellitenwaffen, die auf Teufel komm raus getestet wurden. Das alles ist jetzt hoffentlich vorbei. Wer sind die größten Weltraumverschmutzer, Sowjets oder Amerikaner? Alle Nationen sind für den Weltraummüll verantwortlich zu machen. Der größte Weltraumverschmutzer ist zurzeit eine europäische Rakete. 470 Stück Müll auf einen Schlag. Ariane, which has created 470 pieces as of today. Müll auf der Erde und Abfall da oben. Was ist der Unterschied? Einer, sagt der erfahrenste aller Weltraummüllexperten, Don Kessler von der NASA, ein Unterschied ist, auf der Erde liegt Müll auf einem Haufen, wirkt sich nur auf die unmittelbare Umgebung aus. Im Weltraum ist der Abfall jedermann Problem. Er rast im Schnitt mit 7 Kilometer pro Sekunde um die Erde. Auf sich kreuzenden Umlaufbahnen rumpeln die Dinge leicht ineinander. Bei diesen Geschwindigkeiten kann das die Katastrophe für ein Raumfahrzeug bedeuten. Bestimmt wird Don Kessler über das Kessler-Syndrom Auskunft geben können.
Damit bezeichnet man einen zu erwartenden, sturzbachartig sich fortpflanzenden Prozess auf niederen Umlaufbahnen. Bricht ein Satellit auseinander, treffen die Trümmer ein Raumfahrzeug, so bricht dieses ebenfalls auseinander, was wiederum andere Objekte in Mitleidenschaft zieht und so fort. Es ist anzunehmen, dass sich alle Satelliten einmal in eine Trümmerwolke auflösen werden. Dieser Müllentstehungsprozess könnte innerhalb der nächsten Jahrzehnte beginnen. Langsam zunächst, aber mit zunehmender Mülldichte, einer atomaren Kettenreaktion ähnlich. Das muss verhindert werden. Keine Explosionen mehr. Da sind sich NASA und ESA einig. Denn die Hälfte der 7000 größeren Objekte stammen von Explosionen. And both the European Space Agency and NASA are attempting to eliminate those explosions in the future. In the more distant future we may have to bring down. Außerdem, wir sollten in Zukunft alles, was wir hinaufbringen, auch wieder herunterbringen, ehe es da oben Schaden stiftet. Im Himmel und auf Erden, so Shakespeares Hamlet, sind mehr Dinge als die, von denen unsere Philosophie träumt. Der Schmerz, auch das eine Erkenntnis von Shakespeare, ersticke das Herz und mache es brechen. Dichterisch ausgedrückt, was nüchterne Wissenschaftler in der Zwischenzeit auch herausgefunden haben, dass nämlich der Schmerz sich in uns durchschaltet und dabei alle nervengesteuerten Reaktionen ausschaltet. Jetzt ist er messbar geworden, sogar schmerzlos. Wir sehen hier einen zeitlichen Bandscheibenvorfall, der die Austrittsstelle des Nerven. Bei dieser Nervenquetschung durch den Bandscheibenvorfall ist die Schmerzursache klar. Es gibt aber viele Schmerzformen, bei denen weder Entstehung noch Bedeutung zu erkennen sind. Nun gibt es ja, glaube ich, zwei Sorten von Schmerzen. Einmal den Schmerz, der von der Körperoberfläche kommt, und dann der Schmerz, der einfach tiefer sitzt. Die werden, glaube ich, unterschiedlich geleitet auch. Ja, es gibt im Nervensystem ein sehr kompliziertes Schmerzverarbeitungssystem. Und eine Perspektive dieses Schmerzverarbeitungssystems sind, dass unterschiedliche Schmerzprojektionssysteme bestehen, sowohl am peripheren Nerven wie im zentralen Nervensystem. An diesem etwas antiquierten Modell sehen wir diese beiden Schmerzprojektionssysteme symbolisiert mit hellblau und dunkelblau. Man sieht hier den Eintritt des Nerven in das Rückenmark, im sogenannten Hinterhorn. Und man sieht diese verschiedenen Bahnsysteme. Das eine System ist eher zuständig für die Schmerzlokalisation, den Schmerzort. Das andere System eher für die Schmerzempfindung, also die Schmerzqualität. Auch in der Peripherie, also am Nerven, der vom Rückenmark, beispielsweise Halsmark, zur Hand führt, finden wir unterschiedliche Fasertypen. In diesem Querschnitt eines Nervens sehen wir hier sogenannte dick bemarkte, schnell leitende Nervenfasern, die im Dienste der Bewegung stehen hauptsächlich. Und wir sehen hier eine marklose Nervenfaser, eine sogenannte kleine Nervenfaser. Die sind marklos oder schwach bemarkt. Marklos heißt einfach ohne Hülle. Haben keine Markscheidenhülle, keine Fetthülle. Diese kleinen Nervenfasern übermitteln Temperatur und Schmerzempfinden. Diese Eigenschaft der kleinen Nervenfasern haben sich Wissenschaftler am Münchner MPI für Psychiatrie zunutze gemacht, um ein Schmerzmessgerät zu entwickeln. So, wenn Sie sich jetzt bitte eine geeignete Sitzposition wählen und die Hand so auf die Thermode auflegen, dass sie ungefähr hier auf dem Daumenballen auflegt. So, im Versuch ist Ihre Aufgabe die, Sie bekommen 8 Hitzereize. Jeder Hitzereiz ist durch einen Ton angekündigt. Ja. Und Sie sollen auf die Antworttaste drücken, sobald Sie einen Hitzeschmerz verspüren an der Hand. Sobald es anfängt, unangenehm zu werden. Aha. In Ordnung? Gut. Gut, dann fangen wir jetzt an mit der Versuchsreihe. Achtung. Jetzt beginnt die Temperatur in der Thermode zu steigen. Bei diesem Versuch allerdings nicht über 50 Grad. Erster Schmerzwert.
Nach 8 Messungen wird der Schmerzwert ausgedruckt. Dieser Schmerzwert von 46,4 Grad, was bedeutet der? Ist das ein objektiver Wert? Dieser Schmerzwert ist zunächst ein objektiver Wert, insofern als er die Schmerzempfindlichkeit angibt. Aber wir können die Schmerzschwelle noch genauer präzisieren. Das können wir beispielsweise mit Hilfe der Sensitivierungsmessung durchführen. Bei der Sensitivierungsmessung applizieren wir dem Patienten einen länger dauernden Hitzereiz. Nur dann, wenn dieser Hitzereiz wirklich im Schmerzbereich, im Schmerzempfindungsbereich des Patienten liegt, gewinnt der Reiz die Eigenschaft, dass er sich subjektiv verstärkt. Das heißt, der Patient empfindet den Reiz als zunehmend schmerzhaft. Man kann das vergleichen mit zu heißem Badewasser. Man könnte das vergleichen mit zu heißem Badewasser, denn bekanntlich, wenn wir ein heißes Badewasser haben, dann gewöhnen wir uns daran. Wenn es aber zu heiß ist, schmerzhaft heiß ist, dann können wir uns nicht daran gewöhnen. Was bedeutet das für die Schmerzmessung? Das bedeutet, dass sobald ein Hitzereiz Schmerzqualität erreicht, die Schmerzrezeptoren, die sogenannten Nozizeptoren, anspringen und dass dann sozusagen alle Schmerzmechanismen zur Wirkung kommen. Das bedeutet für den Patienten, dass dieser Mechanismus auch die Gefahr in sich birgt, dass Schmerz eskalieren kann, sich ausweiten kann, generalisieren kann. Und es kann unter Umständen auch bedeuten, dass aus einer akuten Schmerzepisode eine langdauernde, chronifizierte Schmerzkrankheit werden kann. Diese Beinzone, der sogenannte Generalsstreifen, reagiert mit Empfindungsstörungen auf eine Bandscheibenerkrankung im untersten Wirbelsäulensegment. Hier und an anderen Körperregionen, die auch so mit jeweils anderen einzelnen Stockwerken der Wirbelsäule zusammenhängen, kann man jetzt untersuchen, ob Schmerzeskalationen, Schmerzaufschaukelungen stattgefunden haben. Das ist im Test eine Anwendung dieses Schmerzmessgeräts.